Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute sprechen wir über Juggernaut. Wie gut ist der Mech spielbar? Lohnt es sich oder sollte man lieber die Finger davon lassen? Das und mehr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, der Juggernaut ist ein ungewöhnlicher Panzer mit einer Energiekapazität von 24 auf maximalem Level sowie zwischen 13.500 und 152.200 Lebenspunkten, je nachdem, wie hoch ihr euren Juggernaut gelevelt habt. Mit 16 km/h gehört der Juggernaut zu den langsamsten Mechs im Spiel und wir alle wissen, langsam ist nix gut. Seine besondere Fähigkeit lautet Schild, wie fantasievoll, und schützt den Juggernaut von allen Seiten vor feindlichem Beschuss. Der Schild ist zerstörbar und verfügt zwischen 3.300 und 31.600 Lebenspunkten. Darüber hinaus ist der Schild auch zeitlich auf 12 Sekunden begrenzt. Die Abklingzeit beträgt 10 Sekunden und es gibt legendäre Implantate sowohl für die Schildkraft als auch für die Dauer des Schildes. Gut, nachdem wir das Technische nun abgehakt haben, kommen wir zu dem, was uns eigentlich interessiert. Ist Juggernaut gut, / sinnvoll? Um Goethes Faust Vers 2 Absatz 27 auf Seite 996 zu zitieren, nein. Juggernaut ist zwar der beste Mech aus der zweiten Stufe des Gearhub-Systems und deshalb auch der Mech, den man sich zulegen sollte, um die nächste Stufe freizuschalten. Und ja, man kann mit ihm im Early Game auch effektiv spielen, allerdings ist er im späteren Verlauf des Spiels absolut unspielbar. Und wenn ich unspielbar sage, dann meine ich auch spielbar. Vollkommen egal, wie viel Skill ihr habt, er ist unspielbar. Er ist zu langsam, verfügt über zu wenig Lebenspunkte und seine besondere Fähigkeit lässt auch sehr zu wünschen übrig. Würde man das Schild von Juggernaut buffen, sodass er nicht zeitlich begrenzt ist, Juggernaut selbst einen Lebenspunkte-Boost verpassen und ihn um 5-6 km/h beschleunigen sowie seine Abklingzeit verkürzen, wäre der Mech um einiges spielbarer als jetzt. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Juggernaut als Mech für Einsteiger gedacht ist und dementsprechend gar nicht im Endgame spielbar sein soll. Wenn man ihn dennoch hat und ihn gerne mal ausführen möchte, empfehle ich die Stormrack, Missile Rack, Mortar Helix oder die M-Rifle als Bewaffnung. Aber was haltet ihr von Juggernaut? Besitzt ihr den Mech? Spielt ihr ihn aktiv? Und wenn ja, wie erfolgreich seid ihr damit? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Das soll es aber auch wieder gewesen sein mit diesem doch etwas kürzeren Video für heute. Wir sehen uns dann zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.